Ja, hoi mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 im Höllenmodus. Wir gehen auf die andere Seite der Insel jetzt, um das dritte Schwertstückchen zu suchen. Seht euch vor, aus dem Dorf steigt Rauch auf. Okay. Der Fährmann. Sie zerstören die Stadt, flieht, solange ihr noch könnt. Bei allem, was heilig ist, die Stadt brennt. Oh. So, schauen wir mal. Als die Kirche der Zerkarum mich hergeschickt hat, bin ich davon ausgegangen, dass mein Dorf einfach und unberührt sein würde. Um ehrlich zu sein, war ich erleichtert. Die Korruption hat manchen zu Fall gebracht, der größer war als ich. Und ein solch ruhiger Ort hätte meine Rettung sein können. Aber als die Katastrophe die Kathedrale von Tristram traf, wurde alles anders. Aha, aha. Die Katastrophe hat die Kathedrale von Tristram getroffen. Tod denen, die sich der Macht des Dunklen zirkeln. Was wollte er sagen? Man weiß es nicht. War hier noch was? Nein. Ring der Todesqualen. Toll. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Entschuldigung, da bin ich wieder mal davon klatscht. Aber genau das sagt er natürlich. Au! Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Erst einmal die Kleinen, ne? Genau, da können wir nur normale, okay. Dann direkt auf den Großen. Da kommt etwas. Splitteriges Ruder? Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Zweihandruder? Ich sehe ihn und er bereitet mir Angst. Komm, dich nehme ich jetzt. Einer nach dem anderen. Okay, erster down. Weiter down. Und down. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Ihr habt uns gerettet. Wir schulden euch unser Leben. In der Tat. In der Tat. Hallo, Herr Priester. Das Heft eines Schwertes ist vom Himmel gefallen. Es ist verzaubert und leuchtet. Wisst ihr etwas davon? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Okay. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Macht es. Der Virgil.
ist tot. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kanes Haus. Ja, dann machen wir das halt mal, ne? Also. Da hoch sind wir. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard? Deckard Kane ist gestorben. Sowas. Also wirklich. Okay. Das ist keine Zeit der Trauer. Dies ist eine Zeit unserer Tränen. Das sagst du mal der Lea. Das ist natürlich eine Zeit der Trauer. Sowas. Sowas. Unverschämt fast. Ein splitteriges Ruder. Magisches Zweihandschwert. Was willst du mir jetzt veräppeln, oder was? Das Lied der Handelsschiffe steht, das verkaufe ich nicht. Das scheint mir lustig zu sein. Das hebe ich mir auf als Andenken. Das ist ja witzig. So. Halt, das machen wir alles rein. Das schmeißen wir weg. Okay, Lea. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kanes Tod büßen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Mensch, Engel oder Gott. Wir müssen ihn finden und sein Gedächtnis wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich fürchte sie nicht. Okay. Auf nach Wertham. Das ist ja alles. Das, ich fürchte ja gar nichts hier in dem Spiel. Das ist ja alles easy. Wird mir in Hölle. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich wirklich Hölle spiele. Also klar, ein paar Bosse und so, die waren jetzt schon extrem schwer, aber der Rest. Gibt's da noch einen? Vielleicht gibt's da noch mal einen schwerer. Früher gab es doch diesen Modus, wo man einfach gestorben ist. Und wenn man einmal gestorben ist, dann war man auch tot. Also Charakter neu anfangen. Und so.
Lauter tote Dorfbewohner, Mensch. Das okay. Ist jetzt eine Frage der Ehre. Wir dürfen nicht zögern. Na, aber wir müssen ja den gleichen plündern. Wir können ja nicht einfach wie so... Ne? Also, wenn, muss schon. Das zögert ja keiner. Also letztendlich sind wir ja da total schnell vorgelatscht und ein paar Leichenstopps gemacht. Hey, wer bist denn du? Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Ah ja. Was auch immer. Du bist crazy. Die Luft hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Jetzt haben wir Abgase abgelassen. Was ist denn das hier? So. Systematisches Vorgehen heißt, erst in die Richtung wieder zurück, wo wir herkamen. Oh, hallo, Spinnen. Das Licht wird stärker. Einst war ich einer von ihnen, gewöhnlich, unberührt, bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss die töten, die meine Herrin bedroht, und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Ja, genau. Du bist mein Crazy. Einfach nur crazy. Na, kleine Spinnen, die kann man gar nicht so gut anklicken. Mensch, da ist schwierig. Okay, dann bleibt uns nur der Weg. Ach, nehmen wir doch erstmal die Truhe. Und nach links. Mein Geist wird stärker. Aha. Und etwas freigeschalten. Ja, dann gucken wir doch gleich mal. Erhöht die maximale Leben und... Ja, aber dann hat er nicht mehr den lustigen Luftwirbel. Das ist vielleicht eher was für Bosse dann. Was haben wir hier? Ne, hier haben wir nichts. Da. Mantra der Heilung. Oh, Widerstände gegen sämtliche Schadensarten erhöht. Das ist natürlich cool. Ich sag's euch. Rauchen, Diablo 3, nichts. Absoluter Mist. Da wird es wahrscheinlich richtig weitergehen, oder?
Ach, gucken wir jetzt einfach mal. Der Sturm bricht los. Ja, ja, genau. Was ist das? Eine Gunst. Gold und Magiefund, oh. Was haben wir hier noch? Nochmal! Achso, das hat sich jetzt aber wahrscheinlich nicht gesteckt. Schade. Einfach mal laufen. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Kanzler Imon, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden, vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden. Sie könnten uns von gutem Nutzen sein. Ah ja. Spinnen, die von Nutzen sind. Bei allem, was heilig ist. Nein. Seht ihr den Feind da drüben? Ja, ich seh ihn. Und es ist. Raus hier. Meine Wunden schließen sich. Ja, jetzt habe ich aus Versehen auf die Heilungstaste gedrückt. Heiltrank vertragen. Ich werde zurückkehren. Ja, genau, Blitzdingsen. Immer schön Blitzdingsen. Okay, einer weniger. Lass die Kette weg. Wo bist du hin? Können wir mehr von denen finden? Altes Schwert. Was für ein altes Schwert gibt's denn? Ohoho. Das ist ja nichts. Behaupte ich mal. Aber Gott. Schlechteres. Ich freue mich ja, wenn ich überhaupt was Gelbes finde. Da bin ich ja ehrlich. Ist ja schon mal die Hauptsache. Soll ich das nicht immer so aufhalten? Geht ihr auseinander. Und Eis. Oh, oh. Mein Wille schwankt. Komm. Hör doch mal auf mit dem Eis. Meine Kraft verlässt mich. Eis. Okay. Das wird doch kein Problem mehr sein. Und? Pavese. Was haben wir? Das ist.
Oh, ein Schild. Schild ist gut. Verdammt gut. Oh ja. Oh ja. Ja, ein Rüstung weniger, aber dafür mehr Stärke. Mehr Geschicklichkeit, genau. Und Vitalität. 20.800, wow. Das ist ja ein Riesengebiet hier. Ich habe das immer nur im Schnelldurchlauf gemacht hier. Aber das ist ja... Ne? Wow. Gibt's einiges zu entdecken anscheinend. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Eure Hingabe ist Freak. Bewundernswert. Die Hingabe war wow. In der Tat bewundernswert, ja. Geht's jetzt wirklich direkt zur Kammer? Gibt es hier nochmal Abzweigung? Nein, gibt es nicht, okay. Dann erst noch den Rest entdecken, natürlich. Machen wir aber noch. Habt ihr diese Säulen hinter den Spinnweben gesehen? Dieser Ort scheint uralt zu sein. Ja, wenn der neu wäre. Ich meine. Och. Hier mit euren kleinen Spinnen, die ihr überall immer rausholt. Dürft ihr jetzt mit alleine damit klarkommen. Königliche Wachen. Es schmerzt mich, zugeben zu müssen, dass unser König nicht mehr in der Lage ist, Vernunft und Wahnsinn zu unterscheiden. Er befiehlt, die Katakomben mit den monströsen Schöpfungen des Erzbischofs zu füllen und lässt keine Einwände zu. Vielleicht haben die legendären Uralten selbst dort einst gehaust. Doch nun müssen wir ihre Ruinen entweihen. Ja. Das ist ja wirklich tragisch, was wir da alles machen müssen. Was ist denn das? Tja. Oh, na. Mein Wille schwankt. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich werde zurückkehren. Ich hoffe, ich auch. Meine Schmerzen wurden gelindert. Okay. Okay, nur noch du. Wunderbar. Ach so, und noch einmal einfach neue. Das ist noch nicht meine bereit. Verletzungen sind zu schwer. Könnt ihr mal aufhören, da? Dazu zu kommen, das ist ja. Reicht doch, wenn ich dagegen so nicht von euch kämpfen muss. Mein Wille schwankt. Ich
Wir schauen drauf. Was für eine monströse Kreatur. Und dann noch explodiert. Okay. Das Böse versteckt sich an vielen Orten. In Dämonen, Bestien, selbst in den Herzen der Menschen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Dass das überall und nirgends sein kann. So helft mir doch! Wo denn? Ah, da war eine. Das ist ja ekelhaft. Nee, ne? Ekelhaft. Hab dann schon wieder. Das ist ein kleines Viech irgendwo hier. Aber wenn man da drüber läuft, ne, über die. Komm, sag mal. So, einen Moment, Telefon. So, wieder da. Immer wenn ich aufnehme, echt. Warum? Den ganzen Tag kommen keine Anrufe. Kaum mache ich die Aufnahmetaste an. Das ist doch. Und wenn ich mal so einen kleinen Marathon-Aufnehmetag mache, wie heute, wo es ja dann durchaus passieren könnte, dass man mal ein, zwei Anrufe bekommt, da kriege ich gleich 5, 6, 7. Ja? Das sind dann die Tage, wo mich jeder sprechen will. Versteht es nicht. So, aber genug rumgejammert. Ah, da hinten noch, okay. Doch noch ein Eckchen. Ja, nee, halte mal, stopp, da ist auch noch ein Eckchen. Okay. Ja, jetzt. Gut. Nu aber. Ja, kommt schon, kommt schon. Aber ich muss ja da. Oh Gott. Den weiten, weiten Weg. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hatte einmal einen Albtraum, der genauso war. Ja? Mit mir? Kann ja dann kein Albtraum gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja dann eher eine positive Erinnerung gewesen sein. Mehr so ein feuchter Traum. So, ich bin gespannt, was uns hier erwartet, beziehungsweise eigentlich müsste ich es wissen, aber ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was hier war. Irgendeine Spinne nehme ich mal an. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein, nein! Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Oh Gott, das kann dauern. Hey! Könnte ich gleich noch einmal tun. Ja, dann mach doch. Ich nicht.
Ey, Mann, ich könnte schon, was will ich? Der Templer hat kein Leben mehr. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Wenn ich noch eine Sekunde länger hier hängen bleibe, werde ich noch verrückt. Das probieren wir jetzt mal. Ach so, verrückt wirst du mal. Ja, das ist ja. Das ist ja nicht so wichtig. Ach, wieder nur unbrauchbares Zeug. Also dann hopp. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, wenn's. Wenn's sein muss. Karina, hallo? Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, das sag ich auch. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Warum? Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Aha. Kassra, Hochland, Kassra-Barrikade. Dieses Land gehörte einst der Krone. Lokrut, der Krieger. Gut. Das sage ich jetzt aber mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.